Gerade modern getrimmte, also liberale Frauen, die sind nicht selten sehr irritiert darüber, dass Anspruch und Wirklichkeit weit auseinanderdriften. Guck mal hier, das ist eine echte Perle, was jetzt kommt. Ich bin liberal und es ist schwer, männliche Männer zu finden, die nicht konservativ sind. Oh, okay, lass uns mal reinhören, was Shelley hier zu berichten hat. Do you want to know one of the saddest realizations I recently had? Was that as a liberal woman, it is really hard to find a man who is willing to play the more traditional masculine role in the relationship. Who is not a conservative? Play the role, sagt sie. Also da geht's ja schon los. Okay, eine Mann-Frau-Beziehung ist natürlich kein Rollenspiel. Also fragst du dich echt, wo die das immer nur herhaben. Die Realität ist, entweder man ergänzt sich gegenseitig oder man tut's nicht. Und sie hier will also, so positioniert sie sich zumindest, keinen konservativen Mann angeblich haben, möchte aber all die Goodies, all die Qualitäten haben, die ein solcher verkörpert. A man who wants to pay on the first date, who wants to open your door, who has that want and desire to take care of you and to provide. Take care of you and provide. Wie jetzt? Du willst einen Versorger, der dir schön die Tür aufhält und sich um dich kümmert, Missy? Damit wirst du aber deine komplette Ideologie der Emanzipation und Unabhängigkeit vollständig über den Haufen. Merkst du schon, oder? Ja, und im Abspann hier, da wird das Ganze auch dankenswerterweise von den Zusehern und den Kommentatoren bemängelt. Ich lasse es mal zu Ende laufen. Der Kommentar hier, enjoy your cats, lady. Genau das kommt mir nämlich auch immer in den Sinn, wenn ich auf die Ansprüche von progressiven Frauen gucke. Und in letzter Hinsicht, da kann man, wie ich es auch schon öfters mal gesagt habe, den Mädels fast schon keinen Vorwurf machen, denn die denken sich das alles nicht wirklich selbst aus, sondern man trichtert's ihnen ein und sie repetieren es. Und es ist ja nicht so, dass archetypisch maskuline Männer ihnen keine in Anführungszeichen Selbstbestimmung oder was auch immer wünschen würden oder Karriereerfolg, Geld und Selbstbewusstsein, all das eben. Aber es hat nun mal seinen Preis. Und der Preis ist die Attraktivität auf genau diese Männer, die dabei verloren geht. Erzähl's mir, wenn du was zu sagen hast, mach gern den Daumen für das Video hoch oder runter, wenn du magst, und abonniere den Kanal, falls du neu hier bist. Ciao, ciao.